Mein Name ist Markus Nonnemacher, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter im CVDM Holzgerlingen und wir sind hier jetzt im Moment beim CVDM Lauftreff. Der Lauftreff ist ein Bereich, der gesamte Sport ist Sport. Weitere Gruppen sind zum Beispiel noch ein Jungschar-Sport, eine Fußballmannschaft, die in der Eichenkreuzliga mitspielt vom Evangelischen Jugendwerk. Und insgesamt sind wir so zwischen 60 und 100 Teilnehmer, je nach Wochenzustand und je nach Gruppengröße variiert es immer wieder ein bisschen. Es sind so 15 bis 20 Mitarbeiter und sind einfach begeistert davon, unseren Glauben und den Sport gemeinsam zu teilen und weiterzugeben. Das Ziel ist, in den Sportgruppen Sport zu machen, ohne einen gewissen Leistungsdruck aufzubauen, da der sonst im Alltag bei uns relativ stark vorhanden ist, und dass wir unseren Glauben vorleben, begeistern, weitergeben und teilen wollen. Zielgruppe sind alle Jugendlichen, Kinder, junge Erwachsenen hier im Ort. Dazu gehören die Kinder und Jugendlichen aus den Familien im Verein, dazu gehören die Konfirmanden der Kirchengemeinde. Da gibt es auch viele, die sonst wirklich wenig bis gar keinen Kontakt zur Kirche bis dahin hatten. Die sind uns da sehr wichtig. Dann sind es junge Menschen, die zum Ort dazuziehen, die sonst noch keinen Kontakt zum Verein, zur Gemeinde haben, die einzuladen, oder jetzt auch die jungen Männer oder Damen oder Kinder aus den Flüchtlingsheimen, dass man ihnen eine Möglichkeit bietet, Anschluss an die Gemeinde und die Kirche und den Glauben zu bekommen. Ja, durch den Sport ist natürlich es auch möglich, dass wir ein relativ niederschwelliges Angebot hier am Ort haben. Die Vorteile beim Sport liegen darin, dass man vielleicht ein paar Schuhe braucht, vielleicht noch ein paar sportliche Klamotten, und dann hat man eigentlich schon fast alles, um miteinander den Sport zu teilen. Ganz wichtig ist bei uns die Andacht. Das ist der Grund, warum wir diese Arbeit hier überhaupt machen, dass wir Gottes Wort weitergeben und seine Liebe in den Gruppen weitergeben und verkünden. Zu den Verkündigungsmethoden, da gab es vom Evangelischen Jugendwerk und vom CVDM Landesverband eine Initiative mit verschiedenen Bibellesemethoden, und die wird bei uns in der Sportgruppe in verschiedenen Varianten umgesetzt. In erster Linie, wenn jemand Andacht macht, ist es uns wichtig, dass der persönliche Bezug dazu da ist. Also wenn jemand was die Woche über wichtig geworden ist, dann sozusagen bringt er das mit ins Team und gibt es weiter. Ich denke, das ist authentischer und auch wichtiger, als am Leben dran ist. Die Herausforderung jetzt für mich zum Beispiel als Mitarbeiter im Lauftreff auch ist, dass das Interesse besteht, nicht nur einzuladen und miteinander zu laufen, sondern auch eine Beziehung aufzubauen, dass man weiß, was beim anderen ansteht, wie es ihm geht, was ihn bewegt, dass man teilt, dass man voneinander lernen kann, Erfahrungen austauschen. Das kann insofern herausfordern, dass wenn da 10 bis 25 Personen kommen, dass das schwierig ist, zu all den gleichen guten Kontakt aufzubauen. Das ist für mich persönlich eine Herausforderung, weil das Interesse da ist, aber es eigentlich fast nicht möglich ist. Und ansonsten sind Herausforderungen das Einladen in Flüchtlingsheimen, dass es teilweise noch Sprachbarrieren gibt. Dann schreibe ich demjenigen eine Fotobeschreibung, wie er hinkommt zum Veranstaltungsort, und die bekommt er per WhatsApp zugeschickt. Ich bin mit dabei, weil ich kein Fußball spiele, weil ich merke, dass ich hier viel Spaß dabei habe, dass es nicht wie im anderen Vereine hauptsächlich um den Leistungsdruck geht, sondern dass man einfach kicken kann, so gut es geht, und dann gibt jeder sein Bestes, und das ist dann auch genug, und dann nimmt man das, was man kriegt. Und weiterhin ist natürlich toll, dass wir letztes Jahr Meister geworden sind in unserer Liga und somit auch motiviert sind, jetzt dieses Jahr den Titel zu verteidigen. Warum ich mich engagiere und ehrenamtlich hier im CVDM einbringe, ist deswegen, weil ich selber bemerkt habe, dass Jesus mir in meinem Leben einen Sinn gibt, dass ich bemerkt habe, dass er eine Liebe hat, die für mich lebensnotwendig ist, und diese Liebe, die will ich weitergeben. Und außerdem bin ich
leidenschaftlich gern Sportler. Ich mache verschiedene Sachen, ob es Klettern ist oder Bergsteigen oder Gletschertouren oder Laufen oder Fußball spielen. Und da ist es jetzt eine Möglichkeit, die beiden Dinge zu verbinden, was Gutes für den Körper zu tun, regelmäßig ein Bewegungsangebot zu bieten. Und so ist meine Begeisterung hier gebündelt auf eine Stelle.